Ich weiß nicht, was der Grund dieses Kontaktversuches war, denn wenige Stunden später war Christian Pilnacek tot und wir haben ja diesen Termin dann nie vollzogen. Also das heißt, das Treffen hat es nie gegeben. Aber er war offensichtlich mitteilungsbedürftig und ich habe rund 25 Minuten im öffentlichen Raum dort in der ungarischen Botschaft mit dem Herrn Magister Pilnacek gesprochen. Er hat auch wirklich massive Kritik an der Justizministerin Sadic geübt und auch an verschiedenen Staatsanwaltschaften. Hat mich nicht überrascht, mit denen ist er natürlich auch entsprechend im Clinch gelegen. Aber man hat schon gemerkt im Zuge dieses doch nicht kurzen Gespräches, dass ihm einiges auf dem Herzen liegt, dass er vielleicht auch gerne mit unserem Bundesparteiobmann Herbert Kickl geteilt hätte. Und ich habe es grundsätzlich nicht vorgehabt, dieses Treffen eigentlich zu veröffentlichen. Es hat jetzt nur die Dynamik der weiteren Entwicklung der Geschichte mich dazu veranlasst, das zu tun. Jeder, der Herbert Kickl kennt, jeder, der mich kennt, weiß, dass wir durchaus sehr kritisch mit Christian Pilnacek auch umgegangen sind in den vergangenen Untersuchungsausschüssen. Aber nichtsdestotrotz ist eines klar. Wenn die Causa Pilnacek so groß wird und die ÖVP dazu übergeht, den Aufdecker in diesem Zusammenhang, Peter Pilz, da gleich einmal zum Spion zu erklären, dann sieht man, dass man offensichtlich hier in ein Wespennest gestochen hat. Und wenn man sieht, mit welcher Panik der Herr Generalsekretär Stocker tagtäglich alle möglichen Dinge erfindet und aus der Luft herausgreift, um von den eigenen Problemen abzulenken, dann sieht man auch, dass sich hier hinter der Causa Pilnacek offensichtlich wirklich sehr, sehr viel verbirgt, das aufgearbeitet werden muss. Es geht ja hier auch um eine illegale Hausdurchsuchung in der Wohnung von Pilnacek im 16. Wiener Gemeindebezirk, wo Sie sagen, dass, warum es eigentlich dazu gekommen ist. Und jetzt haben Sie auch Anfragen gestellt oder wollen parlamentarische Anfragen stellen an die Justizministerin Sadic, aber auch an den Innenminister Karner und an Wolfgang Sobotka. Was soll der Inhalt dieser Anfrage sein? Also in der ganzen Geschichte hat man ein wenig den Eindruck, oder es ist ein wenig, sondern massiv den Eindruck, dass es so etwas wie einen polizeilichen Putztrupp gegeben hat, der also rund um diese Causa Pilnacek unterwegs gewesen ist. Erinnern Sie sich an die Berichterstattung darüber, dass man zuerst eigentlich sogar eine Obduktion von Pilnaceks Leichnam verhindern wollte, dann eben der durchaus heftige Druck auf seine damalige Lebensgefährtin, dass man technische Geräte herausgibt. Das ist in solchen Fällen eher unüblich. Und dann, wie gesagt, auch der Vorwurf seiner Lebensgefährtin, dass es zusätzlich noch zu einer illegalen Hausdurchsuchung in der Wohnung von Christian Pilnacek in Wien gekommen sein soll, wo ebenfalls Dinge sichergestellt worden sind. Und da stellt sich für mich schon die Frage, eine Hausdurchsuchung ist so ziemlich das schärfste Mittel, das die Justiz in diversen Verdachtsfällen in der Hand hat. Und genau deswegen braucht sie einen richterlichen Beschluss dafür. Und wenn jetzt der Herr Kreutner, das ist der Chef der justizinternen Untersuchungskommission dazu, selbst Ungereimtheiten in diesem Fall sieht und eine Anzeige an die WKStA, glaube ich, gemacht hat, ist einmal das ein Punkt. Und wenn jetzt die Lebensgefährtin ebenfalls so schwere Vorwürfe erhebt, ist es ein anderer Punkt. Aber warum und wie kann es in Österreich passieren, dass irgendein ÖVP-Polizeiputztrupp Wohnungen stürmt, dort sich irgendwelche Dinge aneignet und es keinen richterlichen Befehl dafür gibt? Also das ist interessant und da wird mich schon interessieren, wie das dann im Detail funktioniert. Es zeigt nur eines, dass die ÖVP überhaupt keinen Hehl mehr daraus macht, das Innenministerium für eigene Zwecke zu missbrauchen. Das war im Übrigen auch der Grund, warum Herbert Kickl damals weichen musste, denn die ÖVP hat das Innenministerium wieder zurückbesetzt, hat die wichtigsten Positionen mit ÖVP-Vertrauensleuten besetzt und dann passieren solche Dinge. Also ich glaube, das kann man sich in so einer Republik nicht gefallen lassen und es deutet auch darauf hin, dass die ÖVP hier viel zu verbergen hat, weil sonst würde man doch nicht zu solchen mafiösen Maßnahmen greifen. Sie sehen jetzt dann auch ein bisschen Sobotka in einer interessanten Rolle, weil Sie sagen, er hätte als erstes auch erfahren vom Tod von Pilnacek durch seine Lebensgefährtin, die eben in seinem Büro arbeitet und mit der Freundin von Pilnacek zusammengelebt hat. Genau, es ist nicht ganz so. Die Indizienkette lässt darauf schließen, dass Wolfgang Sobotka sehr zeitig vom Ableben von Christian Pilnacek erfahren hat. Warum? Eine Mitarbeiterin aus seinem Büro lebt in einer Wohngemeinschaft oder in einem Haus, vielleicht sind verschiedene Wohnungen, mit der Lebensgefährtin von Christian Pilnacek. Und dem Vernehmen nach ist es auch die Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka gewesen, die Christian Pilnacek nach dieser ominösen Polizeikontrolle Richtung Rossatz, das ist also der Ort, wo er dann gelebt hat, gebracht hat. Sie ist wiederum sehr gut mit der Lebensgefährtin von Christian Pilnacek befreundet.
liest man zumindest, ich kenne beide Damen persönlich nicht, und dürfte dem Vernehmen nach dann auch relativ rasch über das Ableben von Christel und über den Fund seiner Leiche informiert worden sein. So, es liegt für mich natürlich die Vermutung nahe, dass Wolfgang Sobotka als Chef der Freunde der Lebensgefährtin von Christian Pilnacek relativ rasch in die Sache eingeweiht worden ist. Und da stellt sich für mich die Frage, hat er dann irgendwelche Aktivitäten gesetzt oder nicht? Und das alles gilt ja auch zu untersuchen und zu erfragen. Deswegen meine Anfrage an Wolfgang Sobotka. Mhm. Jetzt gibt es auch noch einen weiteren interessanten Punkt, der damit zusammenhängt, nämlich die Spionageaffäre im BVT, also der Ex-Verfassungsschützer Ott wurde ja vergangenen Freitag festgenommen. Er wurde ja schon einmal festgenommen, die Verfahren wurden dann eingestellt. Jetzt allerdings scheint die Beweislage doch wirklich schwerwiegend zu sein, denn er hat ja auch keine Berufung eingelegt gegen die Untersuchungshaft. Sie sagen aber, Ott ist ebenfalls ein Produkt sozusagen der ÖVP, denn er wäre unter einem ÖVP-geführten Innenministerium in der höchsten Position seiner Karriere gewesen. Können Sie das noch mal genauer erklären, was die ÖVP jetzt mit den Machenschaften von Ott zu tun hat? Selbstverständlich. Ich glaube, da muss man grundsätzlich einmal rund 20 Jahre zurückschauen, um die Verbindungen zwischen der ÖVP und Russland auch zu verstehen. Es gibt die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, die sozusagen ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für diese ganzen Spionagevorwürfe sein soll. Da ist also der Jan Masalek Mitglied gewesen, da sind viele ÖVPler Mitglied gewesen. Und da soll sozusagen die Anbahnung für gewisse Spionagetätigkeiten passiert sein. Dazu muss man wissen, dass diese Freundschaftsgesellschaft von niemand Geringerem als dem damaligen Innenminister Ernst Strasser gegründet worden ist, der auch der erste Präsident war. Der Herr Stermann, der sein Geschäftspartner war, hat diese Präsidentschaft dann von Ernst Strasser übernommen und ist eigentlich immer in ÖVP-Händen gewesen. Das Spannende war, dass also auch der Herr Ott, Sie haben es ganz richtig gesagt, seine Karriere im Innenministerium und im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durch die ÖVP gemacht hat. Und es war auch so, dass 2017 die Suspendierung von Herrn Ott in die Amtszeit von Minister Sobotka, dem damaligen Innenminister Sobotka, gefallen ist. Und jetzt ganz ehrlich, also aus diesem Skandal, der wohl aus dem BVT heraus entstanden ist, ein BVT, das die ÖVP seit Ernst Strasser erstens einmal umgefärbt und dann komplett verludern hat lassen, daraus einen FPÖ-Skandal zu machen, also das ist schon eine gewisse Kutzpe, die man erst einmal haben muss. Ja. Also wenn man sich ansieht, wer hier aller Karriere gemacht hat, dann waren es alles handverlesene Schwarze, die hier Kontakt gehabt haben, und vielleicht noch eine Parallele dazu. Auf der einen Seite war das BVT und der ÖVP-Führung löchrig wie ein Schweizer Käse, hat auch dazu geführt, dass die internationalen Partner mit diesem BVT nicht mehr zusammenarbeiten wollten. Und wenn man jetzt sagt, naja, im BVT ist die Spionage passiert, dann muss ich sagen, nein, nicht nur. Sondern es gab auch noch ein zweites Konstrukt, das man hier beleuchten muss, und zwar war das der Think Tank von Sebastian Kurz mit dem Namen Think Austria. Da sind lauter nicht sicherheitsüberprüfte Personen im Bundeskanzleramt gesessen, haben Zugang zu allen möglichen Staatsgeheimnissen gehabt, und schlussendlich ist dann dort auch ein anderer gesessen, der interessant ist, nämlich ein gewisser Markus Braun, der Chef von Wirecard und der Kompagnon von Jan Masalek, der hier der Spionage im Sinne Russlands bezichtigt wird. Also wenn man hier ein Sicherheitsrisiko sieht und wenn man hier schauen möchte, wo die Staatsgeheimnisse aus der Republik hinausfließen, dann kann ich Ihnen drei Buchstaben als Hinweis geben, die sind ÖVP. Mhm. Auch noch eine Frage zu diesem Sicherheitsrat, den Karl Nehammer jetzt einberufen möchte. Da sagen ja manche, dass man sich da fast ein bisschen zu viel Zeit lässt. Man müsste eigentlich schnell reagieren angesichts dieser Machenschaften, die da ins Licht gekommen sind, weil wahrscheinlich ist das nur die Spitze des Eisbergs. Was glauben Sie? Das kann durchaus sein. Also wenn man sich ansieht, welche Informationen da gehandelt worden sein sollen, ja, dann ist das natürlich alles nicht unspannend und muss angeschaut werden. Aber ich sage Ihnen eines, ich bin nicht Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat, aber der ist ohnehin geheim. Ja. Ob die dort morgen einfach nur eine Leberkässemmel essen und die ÖVP dann behauptet, da ist ein riesengroßer Skandal aufgearbeitet worden, oder ob die tatsächlich Relevantes besprechen, werden wir hier nicht erfahren, weil es unter höchster Geheimhaltung steht. Ich bin der vollen Überzeugung, dass passiert, was immer passiert, dass die ÖVP wichtigste
parlamentarische Gremien und nationale Gremien wie auch den Sicherheitsrat am Ende des Tages für eigene Propaganda missbraucht, um schlussendlich dann auch von Dingen abzulenken, die am morgigen Tag nicht unspannend sind. Zum Beispiel die Frage des die Befragung von Kurzzeitminister Eduard Müller, der offensichtlich eine Spur der Verwüstung in der österreichischen Finanz hinterlassen hat. Also man kann natürlich Dinge egalisieren. Ich glaube, dieser Sicherheitsrat, der morgen stattfindet, wird substanziell nicht viel bringen. Er wird aber jedenfalls von der ÖVP und ihren ganzen Leiden ablenken. Etwas möchte ich noch kurz ansprechen. Sie haben gesagt, Sie vermuten, Pilnacek hätte etwas gegen die ÖVP in der Hand gehabt. Was kann das sein? Naja, schauen Sie, wenn man sich die Berichterstattung und vor allem auch die Aussage seiner Lebensgefährtin ansieht, dann hat der Christian Pilnacek offensichtlich immer einen USB-Datenstick am Körper getragen, der ja plötzlicherweise verschwunden ist. Ja, und wenn man sich anschaut, wie der Polizeieinsatz dort abgelaufen sein soll, also es ist zuerst die lokale Polizei zum Fundort der Leiche gekommen, die ist dann mehr oder weniger dort weggeschickt worden, dann ist eine andere Einheit aus St. Pölten gekommen, die dann nochmal von einer noch höheren Einheit abgelöst worden ist. Es hat dort keine Tatortsicherung stattgefunden, das heißt, man weiß nicht, was mit der Leiche gemacht worden ist, ob vielleicht dieser Stick dort schon entnommen worden ist aus irgendeinem Kleidungsstück oder wie immer, man weiß auch nicht, ob er dabei war, aber jedenfalls sind die Dinge abgelaufen, die absolut nicht den Regeln der Kriminalistik und der Tatortsicherung entsprechen. Und wie gesagt, also ich glaube, dass mit dem Wissen, das Christian Pilnacek hatte, einige sehr, sehr hochstehende Persönlichkeiten der österreichischen Politik, glaube ich, schlaflose Nächte unter schlaflosen Nächten gelitten haben. Und dass man hier unter Umständen alles möglich gemacht hat, um mögliche Beweise jedenfalls sicherzustellen oder zu vernichten, halte ich in dieser Republik nicht mehr für ausgeschlossen. Wir sehen in den ÖVP-Skandalen der letzten Jahre, dass es immer wieder ähnliche Versuche gegeben hat. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen und daran muss man auch wirklich festhalten, dass man das untersuchen möchte. Denn es handelt sich hier für mich um keine Kavaliersdelikte, sondern am Ende des Tages um eine Beugung unserer Rechtsordnung. Und wie gesagt, also wenn jetzt mittlerweile schon unrichterliche Beschlüsse irgendwelcher Wohnungen gestürmt werden und Sachen mehr oder weniger dort hinaus gestohlen werden, dann sollte man sich das genauer anschauen. Es wurde ja auch Schlüssel, Handy und Brieftasche abgenommen von der Freundin, auch durch Polizisten, wo niemand genau weiß, auf wessen Befehl das passiert ist. Genau, und das gilt jetzt herauszuarbeiten. Also wir hören jedenfalls aus der Justiz, dass es von dort aus nicht gekommen ist. Die Polizei kann von sich aus in solchen Fällen gar nicht tätig werden, außer es liegt in irgendeiner Art und Weise Gefahr im Verzug vor, das sehe ich in dem Fall aber nicht, oder Verdunkelungsgefahr. Aber ansonsten muss die Justiz das anordnen. Und noch einmal, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass hier die ÖVP ganz offensichtlich was zu verbergen hat. Denn wenn man unter Ausschaltung des grünen Justizministeriums mit der eigenen Polizei aus dem eigenen Innenministerium agiert, um dann möglichst rasch für klare Fronten zu sorgen, ja, dann zeigt es, dass hier auch das Vertrauen in den Koalitionspartner insofern nicht da war, dass man gesagt hat, also das Justizministerium schalten wir gar nicht ein, wir schicken unsere ÖVP-Vertrauenstruppe los und die soll das dort regeln. Und ganz ehrlich, da komme ich mir vor wie in einem schlechten Film.